Die Schweiz. Ein kleines Land in der Mitte Europas. Hervorgegangen aus Konflikten und Bürgerkriegen. Geeint und friedlich, erst nach Jahrhunderten. Wer sind die Menschen, die unsere Geschichte geprägt haben? Die Schweiz ist Mitte des 19. Jahrhunderts wirtschaftlich weit im Rückstand hinter ihren Nachbarn. Wir bauen den längsten Tunnel der Welt. Sie, man muss große Ideen haben, Escher. Alfred Escher und Stefano Francini. Die Eisenbahn, Monsieur Fasi, die braucht jetzt Kapital. Mit einer gewaltigen Energie wollen sie das Land in die Moderne führen. Doch zu welchem Preis? Was läuft hier? 25 Millionen Verlust. Es geht um das größte Projekt seit dem Suezkanal. Es geht um die Einheit von der Schweiz. Vier Jahre. Und der Gotthard kostet fast das Doppelte. Wenn wir jetzt nichts tun, dann haben wir den Glauben an die Zukunft verloren. Und heute? Was ist geblieben von ihren Träumen? Ist es ihnen gelungen, der Schweiz zu ihrem Platz in der Mitte Europas zu verhelfen? Nein, nimm du, ich mag nicht. Ich esse doch nicht dein armes Süppli. Du musst essen, Papa. Bitte. Und? Der Welti. Was hat er gesagt? Er hilft dir doch, oder? Natürlich hilft er. Der Gotthard Tunnel. Der wird's gehen, Lydia. Ich verspreche es dir. Eine Eisenbahn durch die Alpen? Die ehrgeizigen Pläne stoßen auf Widerstand. Ist Eschers Vision zum Scheitern verurteilt? Doch wer ist Alfred Escher? Woher kommt seine Hartnäckigkeit? Woher kommt er? Aufgewachsen ist der kleine Alfred in einer luxuriösen Villa mit Park, die sein Vater etwas außerhalb von Zürich gebaut hat. Im Belvoir. Alfred! Warum so traurig heute? Ausgerechnet, und ich einmal keine Schmerzen habe. Mutter Lydia ist eine kränkelnde Natur. Ihre Handschuhe verbergen ihre Gichtknoten. Weißt du, was dich plagt? Du musst lieber in die Stadt, wo es andere Kinder hat, gell? Ja. Alfred, wir gehören nicht zu diesen Leuten. Sie sind dumm und niedisch. Und sie können aus mir erzählen, dass der Großpapa Pech gehabt mit seinem Geschäft. Geschäftliches Pech, so kann man den größten Bankrott Zürichs auch nennen. Zahlreiche Familien verloren damals wegen Alfreds Großvater ein Vermögen. Und so etwas vergisst man in Zürich nicht so schnell. Stell dir vor, Alfred, heute Nacht habe ich eine Vision von Haliballe. Und jetzt? Schau selber. Geh ins Kabinett zu deinem Vater. Er hat Besuch aus Südamerika. Alfreds Vater macht sich einen Namen als Insektenforscher. Geld hat er genug. In Amerika ist er reich geworden als Kaufmann und Plantagenbesitzer, der auch von Sklavenarbeit profitiert haben soll. Ah, Alfred! Ah, ich komme nicht. Frag mal durchs Mikroskop. Die Insektensammlung seines Vaters genießt in Fachkreisen hohes Ansehen. Your son will be a great scientist one day. Der junge Alfred wächst in einem faszinierenden und weltoffenen Klima auf. Amerika, Russland, Kuba, laufend internationaler Besuch. Doch
Das Belvoir ist auch ein goldener Käfig. Er ist aufgewachsen in einer gesellschaftlichen Blase, in einer Luxusblase. Muss sich das mal vorstellen, eine Mutter, die jahrelang nicht zum Haus und zum Park rausgeht, ein Hauslehrer, also auch keine Klasse, keine Schulklasse, keine Schulkameraden, das hat doch einem das Gefühl vermitteln, du bist etwas ganz Besonderes. Du gehörst einer Eliteklasse an, du bist bestimmt, um die anderen zu führen. 1848. Europa wird von Revolutionen erschüttert. In der Schweiz hat General Dufour mit seinem Sieg im Sonderbundskrieg den drohenden Zerfall des Landes abgewendet. Aus dem Staatenbund wird ein Bundesstaat. Die moderne Schweiz ist geboren. Escher ist mit 31 Jahren als Politiker an vorderster Front dabei. Eine Traumkarriere in Rekordzeit. Jurist, Präsident des Zürcher Regierungsrats, Vizepräsident des Nationalrats. Und schon betraut ihn Bern mit einer heiklen Mission. Revolutionäre, die im Tessin Zuflucht gefunden haben, sorgen für Schwierigkeiten mit dem Ausland. Begleitet wird er hierbei vom Tessiner Stefano Francini, der wenig später zum ersten Bundesrat der Schweiz gehört. Francini ist ein pflichtbewusster Mann und ein eidgenössischer Patriot. Nach dem Sonderbundskrieg spielt er als Versöhner zwischen den Kantonen eine bedeutsame Rolle. Francini gehörte zu den Emissären des Bundes, die nach dem Bürgerkrieg in die unterlegenen Sonderbundskantone geschickt wurden, um die Gemüter zu beruhigen. Und er hatte größtes Verständnis für ihre Ansprüche. Die Schweiz muss verstehen, dass wir eine Einheit sind, ein Bundesstaat. Dieses Land muss endlich außenpolitisch mit einer Stimme sprechen. Caro Escher, Sie haben das Zeug zu einer großen Politiker. Bald, Sie sind eine Bundesrat. Nein, da fehlt mir Ihre Erfahrung. Francini, sagen Sie mir, was braucht dieses Land? Education, Escher, Bildung. Wenn Sie wie ich aus einem armen Dorf der Leventina kommen, gibt es nur diesen Weg aus der Armut. Wir brauchen eine moderne Schulwesen und eine eidgenössische Hochschule.